cool. Hier geht's raus. Das ist eine Eisenzader. Oh, eine Eisenader. Sehr schön. Würde mich interessieren, würde ich mich auch für Schmieden interessieren. Halt die Backen. Ich habe gesagt, du kannst mitkommen. Das heißt nicht, dass du hier die ganze Zeit rumstöhnen darfst. Das war die Abmache. Also halt die Fresse. Dankeschön. Richtig gemütlich habt ihr es hier. Ihr habt ein paar Bücher, ihr habt hiervon was, ihr habt davon was. Ihr habt aber nichts wirklich Interessantes. Oh, ihr habt ein Chemielabor. Ja, ich weiß. Halt die Fresse. Wisst ihr, wenn einem sonst keiner zuhört. Oh, Ding, eine Zwergenrüstung. Okay, pass auf. Ich habe zwar meine jetzige, ist zwar verzaubert und das Ding kann ich sowieso mal annehmen. Du trägst so viel, ich weiß, ich kann nicht rennen. Hier ist sowieso nur einer drauf. Problem gelöst. Und wir sehen um so vieles cooler aus. Meine Zwergenrüstung sieht einfach episch aus. Ah, sehr schön. Schießkunst verbessert. Auf 32 schon. Boah. Läuft. Das läuft bei uns. Noch ein orkischer Bogen. Aber das ist genau derselbe, den wir schon haben. Eine Rolle, Eisendolch des Funkens. Ein Stab des Magierlichts? Eine Lichtkugel, wenn man dort bleiben, wo sie einschlägt. Wozu soll das gut sein? Einfach nur eine olle Lichtkugel hinballern. Nee, ich will nicht den Ziegenkäse, ich will den Bogen, der da... Na gut, dann nicht. Ich merke schon, mein Zombie hält nicht, sondern... Er hat sich in zwei Aschehaufen verwandelt. Respekt dafür. Also dafür kriegt er schon mal gesonderten Respekt. Er ist nicht nur zu einem Aschehaufen geworden, sondern direkt zu... driften. Okay, sehr schön. Jetzt muss ich nur aufpassen. Ich darf ja nicht... Nein, 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 nein. So, wo soll ich denn jetzt... Hä? Welche... Was zeigt er mir denn noch an? Hat er wieder irgendwas aktiviert, was ich nicht wollte? Weil ich laufe doch jetzt geradewegs... Wohin führt mich das Ding? Hä? Ich bin nicht komplett bescheuert. Ich weiß, dass ich hier hin muss. Sag mal. Jetzt sag mir nicht, ich soll zurück, weil der Typ tot ist. Der hat sich selber verschuldet. Weil man schickt mich jetzt eindeutig hierhin zurück. Dabei ist die Quest hier vorne. So in die Richtung. Ich gehe jetzt hier einfach mal weiter lang. Ganz ehrlich, der Typ wollte doch eh nur mit. Der wollte doch eh nur mit, weil es cool ist. Beschworene Waffen wirken größer. Stimmt, ich habe ja auch beschworene Waffen. Durch das doppelte Wirkung beschwören sie, halten sie länger an. Okay, das... Oder Untote doppelt so große Entfernung beschwören. Okay, das ist alles irgendwo... Das hier bräuchte ich, aber dafür muss ich 25 sein. Beschworene Waffen wirken größeren. Warte mal. Ich hab doch hier Dingens Beschwörung. Ja, das kann ich knicken. Aber das hier, 144? Das ist eine Menge. Ich glaube, so viel habe ich gar nicht. Ah je, alles nicht so leicht. Aber gut, da muss ich jetzt halt den Weg wohl so gehen. Muss ich da wohl so irgendwie hinfinden. Ist aber schön hier. Na, schön flüschig. Wo wir gerade mal dabei sind. Dankeschön.
Jetzt muss ich die ganze Zeit einfach auf die Karte gucken. Das ist voll nervig. Oh Mann. Ist halt alles nicht so leicht. Ist halt alles nicht so schön. Das ist echt schön hier. Da ist eine Brücke. Nanu? Oh, hier hat mal einer gelebt. Bis sich der Baum gedacht hat, nee, ich bin auch noch da. Oh mein Gott, der gute Lauch. Einfach mal einen ganzen Batzen leichte Rüstung für nichts. Sehr schön. Ups. Okay. Oh mein Gott, das ist genau auf seinen Schädel geknallt. Schatzkarte. Oh, ich nehme gern Schatzkarten. Lorenz Glückspilz. Ja, definitiv bist du ein Glückspilz, mein Freund. Das hat sich der Baum auch gedacht. Okay, wie weit sind wir? Fast da, das ist eine Höhle. Gut, da möchte ich eigentlich da in dieser Festung nicht so unbedingt. Geh da hoch. Nicht hier längs driften. Dankeschön. Nee, auf die Festung habe ich da jetzt nicht unbedingt Bock. Ich gehe mal hier weiter längs. Das. Oh, warte mal. Okay, aber das können wir noch schnell. Das ist ja hier, wenn wir hier schon direkt sind. Ach so, ich soll von da dahin. Okay. Das sollte ich noch irgendwie hinkriegen. Solange der Wasserfall mich nicht mitnimmt. Einmal hier, einmal hopp, und einmal hopp, und einmal hopp, und einmal hopp. Okay, sehr schön. Easy. Verlassenes Gefängnis. Okay, das klingt interessant. Oh, hi. Ich glaube, unbewaffnet möchte ich hier nicht rumrennen. Hi. Ich bin ja kein Experte, aber eigentlich sollte sowas in der Truhe sein. Also die Truhe sollte verschlossen sein, ne? Und nicht so offen. Aber gut. Wer bin ich schon? Wer bin ich schon, ne? Der das zu wissen vermag. Mal gucken, wer hier rumlungert. Offenbar ist ja denn hier jemand. Oder etwas. The world may never know. Kleines Paradies für Schmiedemenschen. Also aktuell nicht für mich. Kaiserliche Stiefel. Waren hier Kaiserliche am Werk? Geister? Weißbrot? Oh, Knochenmehl. Kaiserlicher Schild. Okay, ich bin eh entdeckt. Mögt ihr mich nicht? Ich habe euch nichts getan. Ektoplasma. Mein Lieblingsgericht. Warum trägt der ein Eisenbahn mit sich rum? Du bist ein Geist. Eigentlich könntet ihr gar nichts mit euch rumtragen. Davon mal abgesehen. Ich meine, ich will euch ja nichts Böses. Aber Fakt ist, ihr seid tot. Shit. Oh shit. Geheimgang. Okay. Erstmal gucken, was ist hier? Schlüssel zum verlassenen Gefängnis. Ja doch, ich glaube, wir werden hier noch unseren Spaß haben. The fuck?
The fucking fuck? Geld! Schuhe. Schön, die kriegst du ein paar Puschen. Mein liebes Kind. Oh mein Gott. Ah, aua. Du tust weh, mein Freund. Aber gut, ich habe noch eine andere Idee. Was können wir da noch so? Nee, Illusion ist jetzt nicht so gegeben. 300 Sekunden, 30 Punkte erhöht. Nee, das bringt mir jetzt auch nichts. Okay, Moment. Moment. Lass das mal. Okay, das macht den Leuten... Oh, scheiße! Okay, der hält ein bisschen was aus. Gut, gut, gut. Das heißt, wie machen wir das jetzt am schlauesten? Nee, nicht Schutzgeist. Der bringt mir jetzt gerade nichts. Nee, das überlebe ich nicht. Oder doch! Oh, Finish! Oh, shit. Oh, shit. Wer braucht das schon, wenn man den Schlüssel hat? Oh, shit, hat der... Oh. Menschen mit großen Waffen. Versteht ihr jetzt, warum ich damals auf Zweihandwaffen geskillt habe? Das tut fucking weh. Geil, und Mana-Trank. Auch wenn es nur ein kleiner ist. Mein Gott, Leute. Ich wollte euch doch hier nicht... Oh, Zwergenkriegshammer. Oh, Mann. Ich finde es vor allem schade, dass es keine keine Einhandhammer gibt. Die hätte ich gerne jetzt. Finde das Schwert des Roten... Oh, okay. So schnell kriegst du Quests. Oh, so ein orkischer Streitkolben sieht auch schön aus. Zweihändig verbessert. Bringt mir gar nichts. Aber gut, dass ich es weiß. Die Musik ist immer noch episch. Das heißt, entweder ist hier was in der... Oh, dieser kaiserliche Schild sieht ja schon cool aus, ne? Muss man ja mal sagen. Das sieht ja schon... ziemlich cool aus. Gott, dass wir den Kampf gewonnen haben, ey. Das ist, Aber man fragt sich ja doch, was ist hier überhaupt passiert? Okay. Hi. Hi. Es geht. Hier ist nichts. Und hier geht's nach Himmelsrand. Okay. Definitiv ein eigenartiger Ort hier. Sieht so aus, als hätte euer Ausbruchsversuch nicht so viel gebockt. Sonst hättet ihr es höchstwahrscheinlich überlebt. Nee. Ach, guck mal, meine Karte hat sich endlich mal aktualisiert. Shit, 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 shit. Na, klasse. Na, klasse. Hier wollte ich auch unbedingt hin. Aber gut, wenigstens hat sich die Karte jetzt mal ein bisschen aktualisiert, sodass jetzt mein Ziel wirklich mein Ziel ist. Ganz ehrlich, diese Quest dauert ganz schön lang. Vor allem, wenn man sich, wie ich, auch noch andauernd ablenken lässt.
Ich bin leicht abzulenken. Das ist schlimm. Hier ist auch noch ein... Oh ja, schön, ein Riesenlager. Ihr seid auch... Ja, ich sehe deine wunderschönen Dance-Moves, aber... Nur auf der Durchreise, alles cool. Wenn nur auf der Durchreise. Kein Grund zum Eskalieren. Mir gefällt die Aura an diesem Ort hier nicht. Ich hätte den Ort auch entdecken können, ne? Na egal. Bäh. Heiße Quellen? Sieht aus wie heiße Quellen hier. Und hier soll dieser Baum sein? Okay. Ja, da muss ich rein. Da kriege ich Arbeit. Das riecht nach Arbeit. Ich habe eine Kapuze. Okay. Okay. Okay, okay. Ich sag zu oft okay. Ich weiß das. Okay. Das wird hier garantiert nicht unbewacht sein. Und da ich ja den Typen da weggejagt habe, habe ich auch Lydia nicht dabei. Das fällt mir jetzt mal so nebenbei auf. Ja, doch. The fucking fuck. Kein Feind? Willkommen im Ahnenschimmer, Heidkühner. Red beschenkt uns mit ihrer Schönheit. Ja, bitte? Ja, bitte. Okay. Das Ganze hier... Hi? Ist es nicht erstaunlich, etwas derart Schönes an einem Ort vorzufinden, der so trostlos ist wie die vulkanische Tundra? Ihr befindet euch im Ahnenschimmer-Heiligtum. Nur ein kleiner Einblick in die Schönheit, die Kynare zu bieten hat. Ein wunderbarer Ort, nicht wahr? Ja, und dieser Baum? Ja, obwohl es niemandem gelungen ist, sich ihm zu nähern, solange ich zurückdenken kann. Wie ihr seht, besitzt Ahnenschimmer gewaltige Wurzeln, die sich überall ausbreiten und den Weg zum Stamm versperren. War ja klar. Gerüchten zufolge soll es aber eine Waffe geben, die Ahnenschimmer dazu bringen könnte, die Wurzeln zu heben. Mehr vor Furcht als vor Respekt. Ich glaube nicht, dass ich euch diese Waffe zeigen sollte. Bis zum nächsten Mal. Ich traue euch nicht. Ich traue Baumknutschern nicht. Ich mach das lieber mal selber. Wobei, sieht so aus, als müsste ich, oder? Es sei denn, warte mal, Waffen, geht auf Dings. Bingo. Macht euch nichts aus mir. Oh, hier gibt's so viele schöne Sachen. Das erfreut den Alchemisten. Okay. Jede Menge an Zutaten haben wir hier auch abgreifen können jetzt. Oh shit! Oh shit, ein Zweigling! Oh Gott, nee. Ernsthaft? Warum ausgerechnet jetzt ein Zwergling? Okay, gut. Dann müssen wir halt so ein bisschen umdenken. Nimm das, Natur!
Oh, shit. Vergiftet war ich auch noch. Ja, jetzt müssen wir das mal so machen. Das ist mir doch ein bisschen zu risky. Okay. So weit, so gut. Ich hab ja was. Noch ein Zweigling! Oh, scheiße, nicht, oder? Oh, fuck. Okay, gut. Sobald ab dem Moment kommen Zweiglinge und nicht nur einer. Okay, das ist gut zu wissen. Das kann ich mir wenigstens darauf vorbereiten. Also zwei Zweiglinge. Mit einem werde ich ja noch fertig, aber zwei? Das könnte tricky werden. Jetzt muss ich da nochmal hin, ey. Jetzt muss ich immer nicht nochmal mit euch quatschen. Halt die Fresse, nerv mich nicht. Ich habe auch gerade versucht, mit einem Messer auf den Zweigling loszugehen. Mit dem kleinen Ding da habe ich versucht, auf einen Zweigling loszugehen. Das war ja grundsätzlich eine dumme Idee. Das Gute ist, diese Idee werden wir jetzt nicht nochmal versuchen. Diesmal gehen wir da mit mehr Idee vor. Und schmusch. Und schmusch. Und schmusch. So, und diesmal kann ich auch davor speichern. Aber erstmal wieder die ganzen Sachen abgreifen. Nein, das wollte ich doch nicht. Gut, ich weiß, das ist jetzt vielleicht eine doofe Idee, aber ich speichere jetzt. Ey. Okay, gut. Das haben wir. Jetzt hauen wir einmal einen Schutzgeist raus. Shit, kann ich das nochmal? Oh, scheiße, machen die viel Schaden. Okay, gut. Nein! So, das war einer. Heilung. Da kommt gleich noch einer. So, der Schutzgeist ist noch da. Aber mit der Doppelaxt können wir das schaffen. Mit Doppeläxten können wir das schaffen. Du nervst! Oh, fuck. Das hätte ich mal machen sollen vorher. Ah, shit. Nein, nicht Fähigkeiten jetzt. Das ist nicht die gute Möglichkeit. Oh, ich habe auch noch Schriftrollen, nicht Forsten. Okay. Ist hier noch einer? Okay. Da unten ist noch einer. Aber Moment mal. Erstmal speichern tun. Und dann... Nein. Da sind zwei. Okay, scheiße, da sind zwei. Schutzgeist. So, einmal das. Einmal den. Oh, ihr nervt mit eurem Geheile. Wisst ihr das? Okay, zwei auf einmal. Das. Nee.
Heilung! Ne, okay, zwei auf einmal ist... Das ist fies. Oh, zwei auf einmal ist nicht nett. Wo ist denn der andere? Ach, da ist der andere. Das hat sogar getroffen, wow. Schriftrollen, so, was haben wir hier? Feuerball, Schneesturm. Schneesturm. Schneesturm sollte uns, glaube ich, gerade ein wenig aus der Patsche helfen. Okay. Hamasamate! Hamasorata! Das bringt so gut wie gar nichts. Das ist wunderbar. Macht der Schneesturm mir selber Schaden? Ich habe das Gefühl, der macht mir selber Schaden. Ja, ihr macht mal hier den Schattenlauf. Das könnt ihr mal ganz gut. Das macht mir selber Schaden. Was ist das denn für ein Ranz? Ja, okay, das bringt noch weniger. Gut, gut. Versuchen wir es mit dem Feuerball ungesehen auf Distanz. Wie wäre es damit? Versuchen wir das mal. Feuerball. Ich weiß, ich könnte einfach vor denen weglaufen, aber ich will das nicht. Okay. Oh, yes. Okay, einen haben wir schon mal so weit, dass der sich heilen muss. Versagt werden. Was haben wir noch? Kreaturen bist du schon so fliehen. Ach, das bringt mir nichts. Untote werden in Brand gesteckt. Nee, das bringt mir auch nichts. Alles hier mit Untoten. Bringt mir das was? Ich habe das Gefühl, das bringt mir nichts, aber Gott. Mach doch hier den Beschwörer. Dankeschön. So. Wow, wodurch sterbe ich so schnell? Alter, fucking... Ich hau ab. Gott, das ist mir jetzt zu doof mit euch. Ich hau ab. Tschüss. Gegen zwei auf einmal habe ich keine Chance. Ist das noch einer? Okay, der hat mich nicht bemerkt. Er hat mich bemerkt, aber zu spät. Haha! Der Witz geht auf seine Kosten. Ne, die sind nicht hinter mir her. Okay. Oh, fucking Zweiglinge. Ich hasse diese Biester. Nach dem Motto, hier, hab ihn. Jetzt stirbst du. Nein, doch. Super nervig. Puh. Oh Mann. Mutter Natur mag mich überhaupt nicht. Was denn jetzt noch? Ist nicht euer Ernst, oder? Das ist das eine Drachenfestung. Eigentlich sollte ich mit sowas mich jetzt nicht anlegen. Ich tue es trotzdem. Warum? Ich weiß es doch auch nicht. Es ist ein Drache. Und wo ein Drache ist, da gibt's was zu holen. Ich bin sowas von lebensmüde. Ich bin so tot. Er hat mich gesehen. Mensch, gut, ist nur ein normaler Drache. Okay.
Warum wollte ich mich auch mit einem Drachen anlegen, ich Vollidiot? Bin ich denn dumm? Nee, ich hab auch nichts mehr. Hab auch nichts mehr. Warum lege ich mich denn mit einem Drachen an? Mann, ich bin aber auch ein Idiot. Oh, aber mein Schutzgeist. Na, okay. Nee. Das ist, wow. Mann, warum will ich mich auch aktuell mit Sachen anlegen, die mich einfach töten? Ich hau ab, Kott. Ich schnauze voll hier. Vor eurem Scheiß. Hier, ab nach Weißlauf, bitte. Gott, nee. Ich bin Drache, beachte mich. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Was? Was zu eurer Verteidigung zu sagen? Oh, vergebt mir, Tane. Ich hatte euch nicht erkannt. Wir tun so, als hätten wir nichts gesehen. Aber selbst der Einfluss des Jarl hat seine Grenzen. Passt nächstes Mal etwas besser auf. Was habe ich denn getan, du Schmoggo? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich bin hier vor einer Millisekunde gespawnt. Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück... Seid ihr hier irgendwie alle scheiße oder so? Alter, nicht euer Ernst. Hä? Ah. Hör mich nicht so an. Spossen, ey. Du hast Sachen begangen, ey. Ich mag dich nicht. Habt ihr das an? Wunderbar. Damit werde ich den Baum retten. Ich danke euch vielmals für eure Hilfe. Ja, bitte, bitte. Ich halte das nicht aus. Macht, das ist auch... Ich lasse euch gerne an meinem Wissen teilhaben. Ach so. Gott, das kostet ja kaum was. Und für ein gratis Level-Up sag ich mal nicht nein. Die Gnade von dir. So. Oh mein Gott. Ja. Was können wir denn hier machen jetzt? Nee. Meistens stoßen Gegner zurück. Okay. Kann ich alles noch gar nicht. Was ist mit Veränderungen? Da habe ich gerade mal 18. Wow. Könnte ich aber auch das erste machen, damit das einfach weniger kostet. Ja, aber das zu leveln, das bockt ja mal gar nicht. Da gibt's ja gar nichts Witziges. Schwere Rüstung. Hier. Rüstungsbonus, wenn auch schon schwer. Ja, das tue ich. Sekunde. Unbewaffnete Panzer hat schon wirken. Okay, nee, das ist Bullshit. Oh, ich habe noch einen Talentpunkt. Das ist ja schön. So, jetzt halten wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr aus. Zweihändig, einhändig. Jetzt sind wir auch schon auf 40. Boah. Doppelsturm können wir erst mit 70. Ich benutze gern die Äxte, also von daher ist das eigentlich gar nicht mal so doof. Aber Schießkunst wäre auch nicht schlecht. Todesschuss, so einen kritischen Treffer. Ich hätte eigentlich viel lieber Adlerauge. Wenn ich blocken drücke. Ja. Jetzt habe ich nämlich mit Pfeil und Bogen Zoom. Jetzt habe ich mit Pfeil und Bogen einen Zoom. Mit bloßem Auge. Nur mal so, das ist an sich schon cool. Oh Gott. Wo ist das denn jetzt? Also eigentlich jetzt seitdem... So, wo ist denn das?
Wo will denn das der Klotz, dass ich ihn hinbringe? Ach du Scheiße. Das ist eigentlich gar nicht mal... Das ist in der Nähe von Einsamkeit. Ach komm. Das ist ja nicht so weit. Da waren wir ja schon mal fast. Ich meine, ich hab's angefasst. Gut, das ist meine Schuld jetzt. Kann ich auch nichts gegen sagen. Ich muss das ja unbedingt anfassen. Redet mit Gaimund, wenn ihr ein Pferd haben wollt. Oder sprecht mit Katla, wenn ihr... Ich will aber kein Pferd, Kleiner, also nerv mich nicht. Ich habe einen schlechten, also nerv nicht. So, da müssen wir irgendwie hin, ne? Gut. Weißt du, allein ist so ein Drache doch gar nicht so einfach. Allein ist so ein Drache doch ziemlich viel Arbeit. Er ist wie ein Hund. Weißt du, man sagt immer, man will unbedingt einen. Der bringt ja immer so schöne Sachen. Aber wenn er dann mal kommt, ja, dann... Genau dann. Aber dann. Sind wir hier richtig? Wir sind hier richtig. Okay. Vielleicht wäre ein Pferd doch gar nicht so schlecht manchmal. Also jetzt gerade. Ja, vielleicht wäre ein Pferd doch gar nicht so schlecht gewesen. Ich habe doch nicht so viel Ausdauer. Oh boy. Oh boy. Da oben? Muss doch hier irgendwie einen Weg hochgeben. Irgendwo muss das doch hochgehen. Ganz ruhig. Ich sammle einfach mal alles ein. Ich nehme mit. Ich becher mich weg. Okay. Ist das hier oben? Ach, hier, guck mal. So, ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber Gott, ich hab's angefasst. Ist irgendwo meine Schuld. Ich muss das ja... Fuchs, ich glaube, du willst... Seht euch meinen zerfallenen Tempel an. Ich wäre dir dankbar... So viel zu der Beständigkeit der Sterblichen. Zu ihrer Handwerkskunst und ihren Herzen. Du bist nicht unbedingt eine nette Kugel. Möchte ich nur mal so betonen. Du bist keine nette Kugel. Wenn sie mich nicht lieben, wie kann meine Liebe dann sie erreichen? Jetzt sei mal ganz locker hier. Hier, bitteschön. Es ist an der Zeit, dass mein Glanz nach Himmelsrand zurückkehrt. Doch das Zeichen meiner Wahrheit liegt vergraben in den Ruinen meines einstmals großen Tempels, der nun besudelt ist von einer lästerlichen Dunkelheit, die sich darin regt. Okay. Der Totenbeschwörer Malkoran schändet meinen Schrein mit abscheulicher Verderbnis, indem er verlorene Seelen aus diesem Krieg einfängt und seinem Willen unterwirft. Ja, okay. Schlimmer noch, er nutzt die Kraft aus meinem eigenen Zeichen, um seine elenden Taten zu begehen. Okay. Ich habe euch hierher gebracht, Sterblicher, damit ihr mein Champion werdet. Bitte was? Ihr werdet meinen Tempel betreten, mein Artefakt zurückholen und den Schänder vernichten. Hey. Das klingt nicht gerade, als hätte ich eine Wahl. Doch eine einzelne Kerze kann die Dunkelheit der gesamten Leere verscheuchen. Wenn nicht ihr, dann jemand anderes. Oh boy. Mein Stern wird sicher eine... Doch wenn ihr klug seid, jetzt geht. Malkoran hat die Türen verschlossen. Doch dies ist mein Tempel und er hört auf meinen Befehl. Ich werde euch einen Lichtstrahl hinabsenden. Ich wäre dir dankbar, wenn du mich erstmal hinabsenden würdest. Tempel, dann werden seine Türen sich öffnen. Oh shit. Das ging gerade noch mal gut, mein liebes Licht. Ah.
Es klang nicht so, als ob ich eine Wahl hätte, ne? Oh boy, das riecht nach Arbeit. Wieso muss ich auch immer alles betatschen? Oh, hi. Na gut, wenn ich schon wenigstens hier für sie die Drecksarbeit machen muss, dann will ich wenigstens Sachen mitnehmen. So weit kommt das noch. Ja, da komme ich nicht durch. Ja, und hier... Das sieht nach nicht gut aus. Was ist jetzt also hier in der Tür? Ach, Adept. Na Gott. Komm schon. Dankeschön. Okay. Gratistruhe. Gewetzte. Was ist denn da ein Unterschied an einem Gewetzten und einem Nicht-Gewetzten? Ich meine, es sieht trotzdem cool aus. Das wollte ich nicht aufnehmen. Verdammt nochmal. Es sieht cool aus. Aber nein. Okay, dann wollen wir mal. Hallo? Ist da wer? Hi? Ja, doch, das riecht nach Arbeit. Jetzt erstmal mit dem riesigen Laserpointer spielen, das habe ich mir schon immer gedacht. Was zum Fick sind das da hinten? Was zum Fick seid ihr? Korrupte Schatten? Alter, was seid ihr denn? Der Schattenlord! Okay, Moment. Ja, Magie funktioniert nicht so toll gegen euch. Okay, gut. Das funktioniert nicht so geil gegen euch. Ich merke das schon. Shit. Nerv mich. Wieso spawnt ihr Knochenmehl? Wie? Ich kriege langsam das Gefühl, ich bin auf einmal unterlevelt. Wieso kriege ich das Gefühl? Okay, soweit so gut. Seelenstein, lecker Becher. Korrupte Schatten, ja, das hat mir ja gerade noch gefehlt, so ein Scheiß. Ist ja so ein Spaß, hat mir gerade noch gefehlt. Ach, der Pott ist natürlich leer. Natürlich. Dann gehen wir außen rum. Sofern ich rauskriege, wie wir außenrum gehen können. Ach, hier. Warum auch nicht? Okay, Moment. Wow. Mann, sind die schnell! Okay. Und... So. So.
ist nicht mehr. Freakshows. Vielleicht sollte ich mal bessere Pfeile verwenden. Wie wär's damit? Ich meine, ich hab doch schon jede Menge. Ey, cool, ich darf den Nesselfluch behalten? Das ist nice. Orkische Pfeile habe ich nur 8, aber ich habe davon schon um einiges mehr. Gut. Wisst ihr, ich habe ja kein Problem damit, Sachen zu beschwören. So Totenbeschwörer-Style, ne? Ich meine, ich hab schon genug Probleme damit, dass hin und wieder ein Zombie hinter mir herrennt und macht. Hi. Pass auf, genau dahinter ist jetzt was. Nein? Okay. Dann ist die Truhe hier mir ein bisschen zu viel Falle. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich hab's ja gewusst. Wie viel trage ich mehr? Ich trage genauso viel, wie ich muss. Das ist doch wunderschön. Was brauchen wir denn mal so gar nicht mehr? Warum hab ich den noch? Warum habe ich den hier dabei? Den müsste ich verkaufen, aber ich komme nicht dazu. Er hat mich eh gesehen, oder? Ja, er hat mich gesehen. Ja, klopp ich. Alter, so ein Schutzgeist ist eigentlich voll praktisch. Du warst mal am Leben. Ich weiß nicht, den Schutzgeist finde ich irgendwie total... Okay. Hier. Zack. So. Schön, so einen Schutzgeist zu haben. Ich weiß nicht, ich mag das irgendwie. Dann könnte ich mich echt gewöhnen. Okay, hier ist ein Verzauberungsdings. Hatte ich überhaupt irgendwas dabei, was ich verzaubern könnte? Nee, ich kann den hier entzaubern, aber das möchte ich nicht. Wow, wir haben jede Menge winzige Seelensteine. Und allesamt tun sie nichts. Aber gut, es bringt ein bisschen was auf Verzauberung. Von daher will ich mich da mal nicht beschweren. Da soll ich durch? Dann will ich erstmal dahin. Optional ist optimal, heißt es aber. Adept. Ja. Ich will es dann aber auch immer wissen. Mensch. Oh, ganz gut. Dankeschön. Das ist auch eine geile Sicherheitsvorkehrung hier bei euch. Oh, Zwergenpfeile. Geil. Werde ich zwar noch lange nicht benutzen können, weil ich da so wenig Schuss für habe, aber Gottes Willen, ich habe Zwergenpfeile. Okay, da soll ich rein. Was war da? Ach, Tür. Wieso habe ich das Gefühl, dass das in einer Katastrophe endet? Ist immer so. Mann. Ich könnte dieses Spiel den ganzen Tag spielen, das ist das Schlimme. Hä? Ernsthaft? Soll ich auch noch hier rausrennen? Ach, come on. Experte! Oh boy. Okay, so in etwa da. Warte. Nein, okay, aber ich weiß so in etwa, wo es ist. Das kriege ich hin. Man muss nur genau treffen können. Na?
Nuggi, du gehörst mir. Ring der Illusion. Okay, jetzt geht das Ding hier rein. Und wieder rein. Ja. Ich muss ja unbedingt Singer anfassen. Oh Gott. Nimm mal ein automatisches Speichern hier. Die ist leer. Sehr schön. Das müsst ihr mal positiv sehen. Die sind leer, das heißt, es ist keiner gestorben. Oh shit. Hi. Okay. Alter, mit zwei Äxten ist schon sehr effektiv. Okay. Erstmal. Wow, das war ein schöner. Das ist ein schöner Trank. Warum soll ich. Genau dann macht das Maul auf so. Schlüssel erforderlich. Aber offenbar hat man mich schon dadurch gesehen. Ist der jetzt gerade durch die Tür gekommen? Schlüssel erforderlich. Ach, na klasse. Also Beschwörung bockt. Boah, zerfetzt. Zack. Auseinandergenommen. Danke, mein Schutzgeist. You done well. Oh ja, genau sowas hasse ich ja, ne? Geld auf so einem Teller. Wer packt denn bitte Geld auf einen Teller? Wer macht denn sowas? Geht's hier irgendwie hoch? Ohne? Geld. Okay, da brauche ich einen Schlüssel für, war das. Ich brauche hier gerade überall einen Schlüssel für. Einen Schlüssel, den ich nicht hab. Wow, okay, gut. Laser tut weh. Ich hab's verstanden. Und wieso ist diese Tür auf einmal auf? Der ist hier tatsächlich durchgekommen. Witzige Tür. Oh Gott, habe ich mich erschreckt gerade. Eine leere Schatulle. Och, Manno. Weißt du, findest du so einen Mini-Schatz und selbst das ist leer. Oh Mann. Nee, in euch will ich jetzt nicht alle reingucken. Für 5 Gold. Boah, scheiße. Für Schmied. Waffen und Rüstungen können verbessert. Die nehme ich. Die sind auf jeden Fall besser als meine jetzigen. Viel besser als meine normalen Handschuhe. So. War ja klar. Autsch. Ah, sehr schön. Man kann dafür sorgen, dass es aufhört. Das möchte ich jetzt hier heute noch fertig machen. Das wird zwar, wie ihr mich erkennt, eine ultra lange Aufnahmesession hier. Aber Gott, was soll's? Ich hab hier. Hi! Wo kommst denn du her? Öfter hier? Was hast du vorgehabt hier? Mich anglotzen funktioniert nicht. Das bringt ja auch nicht weiter. Ach Gott, gibt das hier viel Zeugs. Blocken verbessert. Einfach mal so. Heiltrank. Ach Gott, noch eine Truhe. Danke. War zum Glück nur Novize. Oh, ein Heiltrank. Yes.
Yes, kräftige Heilung. Schön. Mag ich. Ich will zwar eigentlich nichts trinken, was hier schon seit, ich sag mal, Jahrhunderten in so einer, in so einem Dungeon hier rumgammelt, aber Gott, als ob ich eine Wahl habe, wa? So. Shit. Hier. Zerlegt. Und Level up. Eins hoch. Du bist ein Geist. Du hast keine Schwerkraft. Genau genommen ist es nicht bewiesen, dass Geister keine Schwerkraft haben. Aber naja. Ich meine, im Grunde sind auch keine Geister bewiesen. Da kann man mir jetzt alles beweisen. Oh boy, oh boy. Warum wollte ich das hier unbedingt heute noch anfangen? Aha. Habe ich es doch gewusst. Nee. So. Oh, komm, viel kann doch hier nicht mehr sein. Ich will Feierabend machen für heute. Aber ich sehe es ja, komm, das lässt mir sonst keine Ruhe. Es lässt mir keine Ruhe, wenn ich das jetzt nicht fertig mache. Lass mich raten. Da unten die Tür. Da unten die Tür. Huja! Autsch. Noch ein Abteil. Katakomben? Oh. Mädel? Du zahlst extra. Oh Gott, oh Gott. Okay. Was habe ich da jetzt aufgenommen? Habe ich jetzt seine Waffe aufgenommen? Ja, ich habe einen Dolch aufgenommen. Hier, darfst du wieder haben. Deine Türen sind doch jedoch sehr praktisch. Das muss man dir lassen. Dafür hat die Kugel ziemlich coole Türen. Oh shit. Oh fuck shit. Ja. Würdest du bitte... Dankeschön. Okay. Jetzt wird das ernst. Hat der meinen Schutzgeist zerledert? Der hat meinen Schutzgeist zerledert. Ich kann noch einen beschwören. Au! Okay, pass auf. Nee, warte, ich habe eine neue Stufe. Wir nutzen das jetzt schlau. So, und jetzt erhöhen wir. Pass auf. Können wir das überhaupt? Beschwörung ist auf 23. Schon Waffen würden größeren Schaden. Ich kann doch nicht mal Dings wirklich beschwören, weil die meine gesamten Mana fressen würden. Dafür muss ich 25 sein. Ach, komm schon. Okay, so weit, so gut. Den möchte ich jetzt eigentlich noch nicht benutzen. Wir haben aber Schriftrollen. Du willst unbedingt mit Feuer spielen? Du blöder Penner. Mein Freund. Du und ich, wir werden keine Freunde. Autsch! Warum habe ich ihn nicht einfach angebrüllt? Oh Mann, ich wollte doch, dass das jetzt schon vorbei ist eigentlich. Oh Mensch. Oh Mensch. Ja, ja, schön. Geh auf.
Mann. Du blöder Wichser. Ich hätte hier auch Runen platzieren können, ich Idiot. Fällt mir jetzt mal so nebenbei ein. Haben die meinen Schutzgeist schon kaputt gemacht? Alter, das kann nicht wahr sein. Ich geh nochmal weiter. Komm, wisst ihr, wenn wir schon was haben... Oh, Typ, nerv doch nicht! Alter, kümmere dich doch mal um deinen eigenen Scheiß. Du Schmoggo, ey. Och, Mann. Ach, wisst ihr was? Wir machen das beim nächsten Mal weiter. Ich möchte jetzt Feierabend haben hier. So, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. See ya, Leute. Bäh.